Und wir sind jetzt ungefähr 30 Jahre hier oben auf dieser Alp. Meine Mutter ist vor 3 Monaten gestorben, war 95, und die hat bis 85 Jahre alt hat sie immer auf den Alpen 2 bis 3 Monate Sendenin gewesen. Käse gebreitet, Butter und Zucker, und war immer auf der Alpe. Die Kinder waren immer, wir waren alle auf der Alpe. Also die Schafe, das ist deren Sommerferien, die kennen dich alle. Das ist die Ferien, die Schafe kennen die Alpe und die Schafe kennen auch die Alpe. Und was ist unser Hobby? Für Samstag, Sonntag, wir gehen, alle haben einen Arbeitsplatz. Ich habe 40 Jahre in der Lonza gearbeitet. Und in der Freizeit waren wir am Samstag, Sonntag hier oben und konnten zu den Tieren. Das war unter den Ferien. Und der Schafe, und die Schafe auch. Das ist ein Hobby. Einer hat ein anderes Hobby, er hat Schießen oder Langlauf oder Sport oder Fußball, und wir haben Schafe gehabt. Jetzt haben wir weiter oben einen Hirt. Dieser Hirte oder die Hirtin besorgt unsere Schafe, und wir kommen dann am Freitag oder Samstag hoch, schlafen irgendwann hoch zu den Tieren, kommen wieder zurück, schlafen in eine Nacht und gehen dann wieder nach unten. Das ist für uns nur eine Mittelstation, okay, damit wir nicht morgen von unten kommen bis hier hoch. Und das ist ein langer Weg, wenn du jedes Mal von unten bis hoch gehen musstest. Früher haben wir die Schafe unten schon in Selkingen ausladen müssen und von dort treiben bis hoch auf die Alpe. Aufwendig von einem Berg zum anderen zu wechseln. Das sehen Sie es hier, wenn Sie hier hochgehen. Ja, die Schafe können nicht unten und da nicht unten. Und dann sind sie nur auf diesem Teil. Und wenn wir die wechseln müssen wir da wieder. Das können wir ein paar Tage wieder wechseln und machen. Das ist viel zu schwer. Oder auch jetzt, was für uns sehr schlimm ist die Behärtung von diesen Schafen wegen Großraubtieren. Wir haben hier im Wallis so eine Struktur, dass es fast nicht möglich ist, eine Weide schön einzuhaken und die Tiere so schön im Hag zu haben. Das, die Wolle hatten wir früher direkt an die Firma verkauft, wo die Kleider herstellen. Das war eine Fabrik in Graubünden, Trunz. Trunz. Trunz hat diese Firma geheißen. Und die haben die Wolle geholt, haben uns Kleider abgemessen, mit dem Zentimeter abgemessen. Wenn wir zur ersten Kommunion oder zur Firmung gingen, so haben wir vorher diesen telefoniert, dann waren sie gekommen, haben uns abgemessen und dann haben sie uns einen. Abgerechnet. Früher war die Wolle noch etwas wert, da ging das Kilo bis zu 5 Franken. Und heute vielleicht noch 1 Franken oder so. Ja. Das ist, die Wolle hat nicht mehr den Wert, wie es früher war, weil heute kommt das Kleidungsstück als vom Ausland viel mehr und dann ist es billiger. Ja. Schuhe waren schon zur Zeit, als ich vielleicht 10, 12 Jahre alt war, waren sie schon 35 bis 40 Franken. Und heute sind sie, die gewöhnlichen Schuhe, nicht teurer.